Willkommen bei S-Motive. Du hast die letzten Folgen nicht gesehen, dann schaue unsere Playlist, bevor es richtig losgeht. Die Beantwortung der Frage erfolgt nach einem bestimmten Schema. Erstens, beantworte die Frage in einem Satz. Nicht in zwei oder drei Sätzen, sondern in einem Satz. Und zwar nach folgendem Schema. Als Mitarbeiter möchte ich so das passiert. Zwei. Heute schauen wir uns an, was einem Softwarehersteller hilft, dir ein optimales Softwarepaket zu liefern. Sprich, was sendest du deinem potenziellen Hersteller neben den formalen Unterlagen? Einige Punkte werden dir bekannt vorkommen und unterscheiden sich nicht vom üblichen Vorgehen. Erstens, was hilft einem Softwarehersteller? Eine fachliche Prozessübersicht. Zum Beispiel in unserem Beispielprojekt hatten wir die Instandhaltung mit dem Anlagenmanagement, Instandhaltung, Wartung etc. oder den Help- und Service-Desk mit seinen Anfragen und Qualifikation der Anfragen, wo wir extra auch ein Video für die Beschreibung der Stories gemacht haben. Das Video verlinke ich dir heute hier nochmal oben, kannst du gerne auch nochmal reinschauen. Die weiteren Themen waren das Energiemanagement mit einer Umweltbilanz, einer Zählerstandserfassung oder auch das Reinigungsmanagement mit den Reinigungsrevieren, im Flächenmanagement und ganz zum Schluss hatten wir auch noch ein Büromanagement. Hier einfach eine kurze Prozessübersicht, wie hier im Bild eingeblendet. Zweitens, eine Themenübersicht. Die Themenübersicht dient der Strukturierung. Schau dir einfach doch mal unsere Folge Nummer 2 an, wenn du sie nicht schon mal gesehen hast. Wichtig als Ergebnis für den Hersteller ist, dass die Abhängigkeiten aufgezeigt werden, dass deine Prioritäten oder dein Nutzen, der daraus resultieren soll, aufgezeigt wird und welche Ressourcen hast du pro Themenbereich denn überhaupt zur Verfügung. Drittens, mögliche Beschreibung deiner Stories, also die Unterpunkte deiner Themen, soweit sie bekannt sind, inklusive deiner möglichen Anwender. Themen oder Stories, die sehr weit in der Zukunft liegen, müssen auch nicht im Detail beschrieben werden, da sich die Unternehmenswelt und auch deine Anforderungen sich sehr schnell ändern können. Viertens, Schnittstellen. Schreibe zu deinen Stories oder zu deinen Themenbereichen die benötigten Schnittstellen hin. Und am besten auch gleich deine präferierte Schnittstellentechnologie, zum Beispiel eine REST-Schnittstelle oder eine Batch-Schnittstelle. Zum Thema Schnittstellen und Technologien werden wir im Herbst nochmal ein extra Video produzieren für dich. Fünftens, gib einen Zeithorizont an. Dieser sollte so strukturiert sein, dass die nähere Zukunft detaillierter strukturiert ist und alles, was sich noch sehr stark ändern kann, also die, was sehr weit in der Zukunft liegt, nur sehr grob strukturiert sein sollte. Sechstens, gib ein grobes Budget für dein Projekt an. Auch das sollte analog des Zeithorizonts strukturiert sein. Siebtens, das Lizenzmodell. Das Lizenzmodell ist für deine Umsetzung wichtig. Wenn du noch einmal schauen möchtest, wie unser Lizenzmodell funktioniert und welche Vorteile es hat, verlinke ich dir hier oben nochmal das Video zum Lizenzmodell. Themen wie Wartung oder kontinuierliche Serviceangebote sollten genauso von dir mit abgefragt werden. Denn mit der Projektumsetzung, sind wir mal ehrlich, hört das Projekt ja nicht auf. Wie S-Motive seine Services für Kunden aufgebaut hat, werden wir auch in einem der folgenden Videos euch zeigen. Und wie das Ergebnis unseres Beispielprojektes jetzt aussieht, seht ihr in der nächsten Folge. Aber was ist nun mit unserem Bonus? Ihr findet alle Informationen zu unserer Videoreihe auf unserer Webseite nochmal schön für euch aufbereitet. Und das Beste, alles ohne Anmeldung, ihr könnt es so oft nachlesen, wie ihr möchtet. Und wenn du Fragen hast, dann melde dich bei uns. Bis dahin, bleibt gespannt, neugierig und schaltet wieder ein. Ade, ciao, ciao, euer Lars.